Hallo und willkommen zurück bei On the Table. Ja, wieder mit etwas von Hordes von Privateer Press. Diesmal allerdings kein Zinnmodell, sondern es ist Plastik. Halt etwas größer, also ich denke mal, dass es etwas größer ist. Zumindest ist die Verpackung etwas größer. Es ist ein Feral Pureblood Stalker, also ein Werwolf, würde ich sagen. Man kann ihn hier irgendwie auf drei verschiedene Arten bauen, wobei jetzt die Unterschiede jetzt nicht so ganz klar sind. Einmal hier, ich glaube hier unbewaffnet, einmal hat er noch so eine Mütze auf und halt hier mit Mütze und mit Schwert, keine Ahnung. Sieht man das hier? Ah, okay, das ist halt einmal Feral ohne irgendwie was. Pureblood ist er hier mit einem anderen Kopf und halt Stalker ist der mit dem Schwert. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man auch hier ein Pureblood mit dem Schwert machen? Nicht, dass es jetzt irgendwie. Also ich werde jetzt nicht damit spielen oder sowas, aber. Oder halt mit dem unbehelmten Kopf. Ob das dann halt geht. Weil jetzt halt hier mit dem Schwert, deswegen hat er so einen Maulkorb hier vorne drauf. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Wäre jetzt nicht so mein Fall, aber halt mit dem Schwert, das sieht ganz gut aus. Müsste man sonst einmal ausprobieren, ob das halt geht. Deswegen halt die Arme sind dann halt auch jeweils irgendwie unterschiedlich. Interessant, also man wird hier auf jeden Fall ein paar Teile überhaben. Auch hier ist es eine deutsche Version. Wie bei der Hexe wird da halt wohl die Datenkarten da einfach einmal in Englisch und in Deutsch irgendwie dabei liegen, oder halt zumindest in Deutsch. Die Karten sind hier ein paar in der Kiste, ein paar hier. Ja. Das sind die Wilder Warp Wolf Pürcher. Und reinblütiger Warpwolf. Also das sind die deutschen Karten, die sind dann einfach so irgendwie dabei gesteckt. Das sind die Plastikteile. Schon alle irgendwie vorab gelöst. Also keine Gussrahmen. Ja, ich und Tüten. Wo haben wir eine Schere? Ja, es wäre auch gut, wenn wir eine schneidende Schere hätten. Dann nehmen wir halt ein Messer. Tja. Na. Es wäre jetzt peinlich geworden, wenn ich auch mit dem Messer hätte nicht schneiden können. Aber das Loch ist zu klein. So, gib mir mal einfach alles aus. Zack, bumm. So sieht's aus. Also halt auch hier schön viele Details. Auch recht große Teile. Und man sieht, deswegen der Kopf wird dann da einfach aufgesetzt. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so das normale Plastik, sondern ich nehme an, es ist so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob es Resin ist. Glaub's fast nicht. Es fühlt sich halt ein bisschen anders an als die ganz normalen Plastikteile, die man dann halt so kennt. Also man kann ihn schon mal so halbwegs eventuell zusammenbauen, wenn man denn weiß, wohin welche Teile kommen. Ich glaube, die sind halt auch schon irgendwie so
abgegrenzt, deswegen halt auch hier mit dem mit der Form halt her, dass man da auch keine großartigen anderen Experimente halt machen kann oder sich da halt darf irgendwie verdrücken kann. Deswegen hier müsste natürlich das Ding hier irgendwie weg. Ich will jetzt nicht großartig hier schon während dem Unboxing hier irgendwie was zusammenbauen. Aber wir werden hier schon zusammenbauen. Beine. Beine wären echt schön. Schwanz hat er auch. Okay, einige Teile muss man halt dann definitiv dann festkleben. Also Unterkörper. Und hier der Schwanz, die sollte man dann wohl besser kleben. Das ist halt einer der zwei Köpfe. Das ist der mit dem Maulkorb, der eigentlich dann für den Stalker gedacht ist, der mir weniger gefällt. Der hier ist eigentlich auch cool. Also so als Alternative. Halt auch was. Hat halt hier noch ein bisschen Rüstung halt an. Ach, hier sind die Beine. Auch die sollte man dann am besten dann festkleben. Was mir jetzt so bei dem Kopf hier schon ein bisschen aufgefallen ist, dass halt dann auch irgendwie eine hässliche Gusskrat dann halt hier so drin, der sich halt dann über den kompletten Kopf halt durchzieht. Allerdings ist es halt hier beim Fell, sieht man es nicht ganz so sehr, aber halt hier an der Schnauze ist es halt. Und man sieht es dann halt hier, wenn es hier wieder rausgeht und hier an der Stelle. Ja, ist ein cooles Modell, finde ich. Kommt hier auf die große Base drauf. Ja, man sieht, das Ding ist etwas größer als ein handelsüblicher. Ich habe jetzt keinen Space Marine hier. Müssen wir halt hier unsere Age of Sigmar Jungs halt da holen. Also ist schon ein bisschen größer. Ne? Also man hat dann eine leicht größere Figur in der Hand. Ansonsten von den Details her auch super gemacht. Mal gucken, was die halt sonst noch so im Angebot haben. Vielleicht kommt da noch so die ein oder andere Figur halt mal mit. Zum, ja, für in die nicht vorhandene Vitrine. Aber schon sehr, sehr cool. Gut. Das war's dann für die Folge. Ich habe ja hier alles ausgepackt. Halt hier die Datenkarten, hier die anderen Datenkarten halt in Englisch. Kann man da hier auch schön hier reinmachen. Die Teile passen hier auch wunderbar rein. Zack, zack, zack. So. Halt hier wieder rein. Deswegen, ich weiß, von denen gibt es halt auch einen sehr, sehr coolen, sehr, sehr cooler Adler für über 100 Euro. Wäre irgendwie was, auf was ich gerne sparen würde. Aber erst gucken, wie wir es hier bemalt bekommen. Gut, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.